Herzlich willkommen zu dieser Unkorrekt-Sondersendung. Kennen Sie Fritz Neugebauer? Ich weiß, was Sie jetzt denken, hat der nicht im letzten Star Wars-Film mitgespielt? Aber bitte, das stimmt nicht, das war er nicht. Er hat im anderen Star Wars-Film mitgespielt. Aber egal, abseits von seiner Star Wars-Karriere war Neugebauer nämlich auch gefühlte 1000 Jahre lang der Big Boss der österreichischen Beamtengewerkschaft, der GÖD. Bis jetzt, denn er ist zurückgetreten, oder besser gesagt, er ist regungslos sitzen geblieben und hat dem Rest der Welt gestattet, vorzutreten. Als Vorsitzender der GÖD wurde er bekannt als Betonierer, Blockierer und Verhinderungskünstler, an dem sämtliche Reformideen abprallten und seinen Gesprächspartnern wieder zurück ins Gesicht fetzten. Ehemalige Verhandlungspartner sagen über ihn, naja, nichts, denn die sind entweder aus Frust gestorben oder sie wollen nie wieder über diese Zeit sprechen. So sind an ihm auch sämtliche Versuche gescheitert, dass die Lehrer vielleicht ein bisschen länger in der Schule bleiben könnten, zum Beispiel für eine Nachmittagsbetreuung. Also wenn Sie sich das nächste Mal ärgern, dass der Starbucks wieder mal voll mit Frappuccino schlürfenden, WLAN-absaugenden Kroppen ist, Fritz Neugebauer. Viele meinen, eine österreichische Ära geht zu Ende. Obwohl gehen bei ihm eigentlich auch schon übertrieben ist. Jetzt werden Sie sagen, super, er ist weg, auf geht's, Reformen. Yes, we can. No, we can't. Bei Neugebauers Abschiedsrede vor der versammelten Politprominenz betonte er, oder sagen wir, betonierte er noch einmal, dass die 240.000 GÖD-Mitglieder plus Familienmitglieder ein verdammt großer Teil der österreichischen Wählerschaft sind. Außerdem sagte er, 30.000 davon besitzen Waffen, 500 haben Zugang zu Sprengstoff und hey, Regierung, wir wissen, wo dein Auto steht. Bei dem Abschiedsevent zitierten rote und schwarze Politiker eine OECD-Studie, laut der in Österreich nur 10,7% der Beschäftigten Beamte sind, während der OECD-Durchschnitt bei 15% liegt. Und ja, auch in diesem internationalen Ranking wollen wir schlechter werden. Neugebauers Nachfolger, ein Herr Schnedl, ließ gleich mal aufhorchen, indem er ankündigte, er werde sich für seine Beamten für die 28-Stunden-Arbeitswoche einsetzen. 28 Wochenstunden klingt nicht schlecht. Etliche Beamte protestierten aber gleich gegen diese drohende Erhöhung. Bei seiner Antrittsrede rief Schnedl in den Saal hinein, Zitat, das Konzept des schlanken Staates ist klar gescheitert. Und niemand könnte das Scheitern eines Schlankheitskonzepts schöner verkörpern als unser Fritz Neugebauer. Auf Wiedersehen.